Es ist nun einen Monat her, seit die Taliban bekannt gaben, die Hauptstadt Kabul eingenommen zu haben. Damit hat die militant-islamistische Terrororganisation die Macht in Afghanistan gänzlich übernommen. Zuletzt regierten die Taliban von 1996 bis 2001 das Land. Am 7. September stellten sie ihre neue Regierung vor. Sie sicherten zu, nicht wie vor 20 Jahren autoritär zu regieren. Nun heißt es laut den Taliban, Frauen seien ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft und sollten weiter studieren und arbeiten dürfen. Medien sollen unabhängig sein. Wir versichern der ganzen Welt, einschließlich Amerika, dass afghanischer Boden keine Bedrohung für irgendein Land darstellen wird. Auch nicht für die Nachbarländer in der Region. Wir versichern allen, dass wir es nicht zulassen werden, dass afghanischer Boden gegen Nachbarländer oder andere Länder eingesetzt wird. Alle Länder sollten also zufrieden und zuversichtlich sein, dass sich das Islamische Emirat verpflichtet fühlt. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild. Es häufen sich Berichte über Verhaftungen und Folter von Journalistinnen und Journalisten. Lokale Medienbeobachterinnen und Beobachter zählen mindestens 153 Medienorganisationen, die seit der Machtübernahme der Taliban eingestellt wurden. Hochrangige Mitglieder der Taliban-Regierung erklärten gegenüber westlichen Medien, dass Frauen innerhalb des islamischen Rechts ihr Studium und ihren Job weiter ausführen dürfen, allerdings nicht an der Seite von Männern. De facto bedeutet das, dass Arbeitnehmerinnen von Regierungsbüros, Medienunternehmen oder Banken ausgeschlossen werden. In ganz Afghanistan haben Frauen mehrfach protestiert. Einige Kundgebungen wurden von den bewaffneten Taliban durch Schüsse in die Luft aufgelöst. Ich möchte sagen, dass ich vor 20 Jahren wegen des Verbrechens, Studentin zu sein, gezwungen wurde, zu Hause zu bleiben. Und jetzt, 20 Jahre später, wegen des Verbrechens, Lehrerin und eine Frau zu sein. Neben dem fundamentalistisch-islamistischen Regime sieht sich die afghanische Bevölkerung mit einem weiteren Problem konfrontiert. Die Wirtschaft steht fast still. Laut dem Welternährungsprogramm könnten angesichts der Pandemie, der Dürre und der Sicherheitslage im Land bald bis zu 14 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sein. In Afghanistan leben 70% der Menschen in ländlichen Gebieten, die von schweren Dürren betroffen sind. Man befürchtet, dass die Nahrungsmittel bereits Ende dieses Monats ausgehen werden. Nach der Machtübernahme durch die Taliban wurden Auslandshilfen eingefroren und die lebenswichtige finanzielle Hilfe für das Land wurde gestoppt. Während sich Außenministerinnen und Minister der EU über Bedingungen für eine Zusammenarbeit mit der neuen afghanischen Regierung beraten, war China eines der wenigen Länder, die freundschaftliche Beziehungen zu den Taliban aufbauen. Laut dem chinesischen Außenminister werde Peking Getreide, Wintervorräte und Medikamente nach Afghanistan liefern.